Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Hass Reiter und wir spielen Simotrans in Folge 286, glaube ich. Und ja, wir hatten letztes Mal hier einen Doppelstockwagen Zug gemacht, nicht WASD, wir nehmen die Falltasten bei Simotrans. Und da müssen wir mal gerade gucken. Der müsste jetzt hier hinten ja sein. Ne, ist er noch nicht. Ich wollte hier sowieso reingucken, um zu schauen. Okay, 8451 Leute, da können wir auf jeden Fall noch eine Weile fahren. Und die anderen, ist dann die Frage, wo die noch lang fahren, ne? Ja, 257 direkt und Adenau, die werden hier innerstädtisch verteilt, das ist auch nicht am Laufen, ne? Adenau, Starenweg, da geht ja gar nichts, ne? Und hier sieht es mir momentan so aus, die stehen da schon Stau, ne? Vielleicht sollten wir mal schnell hier noch ein drittes Gleis hinkriegen, oder? Machen wir doch mal, oder? Ist, glaube ich, besser. Das ist zu lange Wartezeit, naja. Da. Da. Und da. Und da. Und Strom. Da. Und dann Gleise. Hier mit Vollüberdachung. Oh, das hat ja wieder gut geklappt jetzt hier. Naja, passt schon. Ein bisschen gemischt, aber geht schon, oder? Sieht jetzt nicht ganz so toll aus, oder? Naja, es passiert jetzt und fertig. So, jetzt haben sie das dritte Gleis noch. Das sollte jetzt besser mit dem Zügen sein, habe ich gedacht, ist es aber gar nicht. Ja, der hat jetzt dann trotzdem da noch Wartezeit, ne? Ach so, weil er tatsächlich das gleiche Gleis nimmt wie der andere, ne? Jetzt fährt der natürlich da rein. Jetzt kommt er da rein. Die warten immer genau aufeinander ab. Die kommen in einem Rhythmus, der nicht so prickelnd ist. Ja, es ist leider schlecht. Was können wir da tun? Ich glaube, wir können das so machen, dass wir das Einfahrtsgleis hier mehr langziehen. Und Strom muss ja noch dran. So. Und das machen wir hier weg, oder? Machen wir erstmal das Signal hier weg. Ich glaube, dann könnte das klappen, dass die auch da lang fahren, oder? So, die Lupe. Er kommt jetzt da. Mal gerade nochmal schneller laufen. Ja, jetzt fährt auf jeden Fall der da rein und der da rein. Es könnte tendenziell ein bisschen besser geworden sein. Ja, sieht auf jeden Fall so aus. Es sieht auf jeden Fall so aus. Gut. Okay. War falsch. V ist richtig. Aber guck mal, hier ist schon wieder was draußen. Da auch. Okay, wir müssen dann auch schon wieder Bushaltestellen bauen. Aber erstmal sind wir leider noch nicht so weit. Wir machen jetzt erstmal hier weiter. Wir haben ja hier noch ganz viele Leute stehen, die noch zu einem Starrenweg wollen zum Beispiel. Wo ist denn der Starrenweg? Da. Also ich neige gerade dazu zu sagen, lass uns mal hier schauen, dass wir auch eine Straßenbahn hier hinbauen, oder? Die fährt ja definitiv zwischen den Bussen auch durch und so. Und hier wäre ja was möglich, oder? Hier ist wieder schlecht mit der Eckhaltestelle, aber hier wäre es möglich. Ist denn da noch eine zweite Haltestelle? Ne. Haben wir hier keinen Postkasten hingesetzt?
Warte mal, da passt doch was nicht, oder? Ach so, das Schild steht dann da hinter dem Haus. Wir können ja mal hier gerade drehen, dann werden wir sehen. Wenn wir es denn sehen. Ja, genau. Ach nee, ist auch eine Übereck. War wieder nicht so der Bringer. Ja, die Übereck, die bringen uns für die Straßenbahn nichts, ne? Ja. Also hier wird Straßenbahn was bringen, aber dann sind wir gleich im Teich. Das bringt uns also doch wieder nichts. Hier geht. Lass uns das mal machen. Ich denke, das ist schon nicht verkehrt. Was haben wir hier? Schwebebahn, Straßenbahn. 50er Gleise. Da lang. Da lang. Dann da lang. Da lang. Da lang. Dort lang. Sieht jetzt zwar ein bisschen komisch aus, aber ich werde das hier anheben und dann da lang fahren. So. Der passt. Straßenbahn dann da lang. So, dann würde ich das hier lang durchziehen, auch wenn da jetzt gerade. Achso, wir hatten ja auch Straßenbahnen jetzt, die nicht so lang sind, ne? Fällt mir gerade so ein, ne, oder? Und da machen wir jetzt hier schön lang. Da hört's auf. Ja, bis dahin müssen wir sowieso, ne? Kommen dann hier rum. Fahren hier lang, da lang. Kommen hier raus. Hier lang. Da lang. Und schließen da ab. So. Das wäre erstmal okay, oder? Bauen hier den Lokschuppen hin. Und das war 90er, ne? Ja. Das passt schon mal. Das passt auch. Geht das bis dahin? Ja. Dann nehmen wir von hier weiter. Wo ist der Strom? Da. Bis da. Von da bis da. Passt erstmal jetzt den Lokschuppen da irgendwo hin. Passt. So, hier haben wir jetzt nur das Problem, dass der da ja nicht reinfahren kann, ne? Also schon reinfahren kann, aber hier gibt es immer einen Stau. Aber ich muss hier wieder raussetzen. Eigentlich dürfte das nicht das Problem sein, oder? So, Elektro-Traktion. Und das hier ist unser Gefährt.
Den machen wir mal. Dann gibt es den Fahrplan. Da. 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 Hier ist auch ein Halt. Da. 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 Dort. 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 Da. Passt. Dann machen wir eine neue Linie. Dann nennen wir die Linie Adenau. Und können das abschließen. Und Strabe Adenau kopieren wir mit 3 Wagen. Und probieren es aus. 1. Zwei und der fährt jetzt weiter, noch nicht ganz, aber fast. Jetzt fährt er. Abschnitt ist frei, oder? Jetzt fährt die untere Bahn doch bitte auch. Ja, und jetzt kommt die dritte auch aus dem Häuschen. So, jetzt haben wir die 3. Der erste hat schon gleich 56 Fahrgäste gekriegt, das ist doch schon mal was. Hier sind schon 5. Der letzte hat noch 0. Hier sind es 84. Und die Busse fahren auch, weil die diese anfahren und gleichzeitig auch diese anfahren, ne? Dann müsste das ja einigermaßen auch untereinander verteilt werden vielleicht. So, hier sind 5, da sind schon voll. Das heißt, wenn er den nächsten Halt hier hat gleich. Achso, er ist da. Jetzt müsste er schon hier noch mehr kriegen. 9, okay, doch nicht voll. Ich dachte, achso, der hat hier die nächsten gekriegt, glaube. Da waren das mehr, ne? Bravila Straße, wenn sie so heißt. So, letzte Wagen ist 0. Bravila Straße jetzt 25. Okay, hätte ich jetzt mit mehr gerechnet. Der erste hat auf jeden Fall 109, der ist voll. Der letzte macht Minus. Naja, da hat er den ersten Fahrgast. Der fährt zur Großbäckerei zum Bahnhof. Alles gut. Und immer noch 109, 32. Hier wird nichts mehr passieren, wahrscheinlich so ungefähr, oder? Mozartstraße, steigt keiner aus. Ah doch, Jupiterweg, da steigen 2 dann aus. Okay. Hier unten sind es 24, okay. Hier sind es 40. Müssen wir mal gucken. Ja, der erste ist ja schon mit dem Plus unterwegs. Jupiterweg steigen jetzt 2 aus. Oder sind sogar mehr ausgestiegen? Ne, 2. Der 292, hier 104, 107. Hier 24 drin. Ja. Hier sind es jetzt 4 weniger, nicht mehr voll, aber mit 338 Simmillionen ist das alles gut. So, jetzt fährt er beim Rathaus an. Wieder voll. Zweiter hat 69, dritte 31. Hier ostdeutsches Rathaus, da wird wahrscheinlich er hier auch noch voll werden, oder? Ja, könnte auch voll werden. Jetzt kommt da an, der zweite Zug.
109. Und hier unten ist jetzt nicht voll. Aber hier ist jetzt ganz interessant, ob das klappt mit unserer Strecke, dass da keiner reinfährt. Ich hoffe es nicht, ne? Dann bleibt er hier oben noch stehen sogar. Ist ja noch besser. 65, 109, 109. Was wollen wir mehr? Der letzte wird ja auch noch voll sein. So, er kommt am Rathaus an hier, der letzte. Und voll. Alle sind voll. Der zweite schreibt schon schwarze Zahlen. Der letzte wartet gerade noch, aber dann wird es gleich auch weitergehen. Ja, ich denke mal, das ist schon mit der Straßenbahn hier ganz wichtig auch gewesen, ne? Weil wir hier definitiv die Leute wegkriegen müssen. Kastanien, die sind zwar vielleicht Bravila Straße, kommen wir glaube ich vorbei. Können ja mal hier gerade die Route nochmal aufmachen. Starrenweg kommen wir definitiv nicht vorbei. Ist aber auch nicht so schlimm, muss ja nicht überall vorbei, ne? Kastanienstraße, Walnussgasse, Großbäckerei, ist klar, Ostdeutsches, Paulus, Jupiter, Mozart, Saumweg. Saumweg einer, Walnussgasse haben wir auch. Schotterstraße, ne, die fehlt. Jupiterweg sind welche, da kommen wir vorbei. Schwanengasse. Schwanengasse ist wohl nicht dabei. Ne, sieht nicht so aus. Kopernikusgasse ist dabei. Sind vier. Mozartstraße war auch dabei, ja. 12. Flügelhof fahren wir nicht vorbei. Lienstraße ist da jetzt, klar. Sattlerstraße haben wir nicht dabei, ne? Ne, wir fahren Bushaltestellen an, die jetzt nicht so wie nach Bravila Straße. Das reicht erstmal, um die Fahrtkosten reinzukriegen. Ja. Und dann haben wir Plieninger Straße und Kastanien. Ja, das wird schon werden. Die sind schon gut unterwegs, denke ich. Das Geld kriegen wir schon wieder rein. Gut, dann würde ich sagen, machen wir erstmal hier einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.